Ja, und damit einen ganz herzlichen Willkommen hier zu einem neuen Let's Play hier auf OMSI 2, heute in München. Mein Name ist Temerox und ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute zwei ganz, ganz besondere Menschen mit dabei, nämlich zum einen der Mr. Zaratox. Hallo. Und zum anderen der Urban. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir fahren heute die Museenlinie 100 vom Hauptbahnhof Nord zum Ostbahnhof. Mit dabei ist bei mir ein C2 aus dem Hamburger Stadtbus-Buspaket oder aus dem normalen Hamburger Buspaket gemodelt. Und ja, was ist bei euch dabei? Fang mal du an. Ein O-105 N2 Dreitürer der ex-VHH, jetzt bei uns in Karlsburg, Kleidchen und auch ebenfalls mit Soundmod. Und bei mir ja, schön, der unvergleichliche, beste polnische Bus, der Jage. Vielen Dank. Die Gelenkvariante oder die? Ja, die Gelenkvariante. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich fahre schon mal los. Ich Leute, genau. Pünktlich fahren hier. Pünktlich fahren. Wir müssen auch gleich los. Ich stelle nur eben noch alles ein. Bei mir, das kennt ihr ja. Ich fahre immer mit Verspätung. Mich juckt das überhaupt nicht, ob ich mit Verspätung fahre oder pünktlich. Warte, ich kann das sogar besser vorlesen. Es steht auf meinem Display drauf, wie mein Bus heißt. Autobus M185M Vectus. Okay, Gesundheit. Alles klar. Vielen Dank. Okay, wir steigen ein. Ansagen habe ich übrigens nicht. Ich habe H2-Menü, weil ich keine Ahnung, wie man den Bus bedient. Aber ich weiß, wie man ihn fährt. Das ist wichtig. Und ja, Leute, in 8 Minuten fahre ich los. Hey, ich bin schon an der Ampel. Ditto. So, an alle Fahrgäste in meinem Bus. Jetzt wird erstmal getrunken. Ich habe Durst. Oh. Ja, was wie gesagt, Leute, wir stellen jetzt ein Energy, Zeit bitte. Vor. Energy. Welche? Monster. Oh, geil. Blueberry? Ich hoffe Blueberry. Nee, warte. Juiced Monster Energy Mango Loco heißt dieser blaue mit den Orangen. Okay. Der ist auch richtig. Wie gesagt, jetzt der C2 ist wieder so ein geiler Bus. Da muss man übers Hartz-IV-Menü schildern, weil er die nicht anzeigt, die Dings, die Ziel, das Ziel. Ja, es ist schön. Ach ja, ich fahre übrigens mit meinem UVGB-Paint, was ich vor kurzem gemacht habe. Ja, ein bisschen altmodisches Design auch, ja, hier oben mit dem Weiß, jetzt ist es ja blau, aber der Age ist halt ein alter Polenbus, ja. Muss auch ein bisschen altes Design reinhauen. Und ich habe immer noch Rot und nicht immer noch eine Kreuzung. Okay. Ich komme hier nicht weg. Ja, Leute, wir fahren los, dann ohne Fahrgäste diesmal. Mir ist das auch scheißegal. Können die Fahrgäste mit den nächsten fahren? Juckt ja nicht. Fahrgäste können mit den nächsten fahren. Und ja, jetzt sind wir auch auf dem Weg. Und ja. Ich fahre jetzt, by the way, übrigens mit dem Special Repaint von uns. Also, es ist ja so gesehen nicht von unserem Unternehmen. Es ist ja mehr oder weniger meins. Und ich fahre halt für das Unternehmen. Wie gesagt, eigentlich müssten wir Ansagen hier auch mit dabei haben. Also, ich habe welche. Also, ich nicht, weil ich ja nicht richtig gehört habe. Weil ich nicht weiß, wie es geht. Genau, ich hab auch leider keine Ansagen dabei, weil mein C2 das leider auch nicht richtig geschildert hat. Die nächste Haltestelle ist daher Elisenstraße. Und wir fahren nach wie vor ohne Fahrgäste. Das liegt daran, weil ich habe zwar die richtige Hofdatei ausgewählt, aber irgendwie wollen die Leute bei mir nicht einsteigen. Ja, keine Ahnung, warum nicht. Ja, der C2 ist ein gemoddeter Bus. Privat, also deshalb keine Anfragen. Das ist ein privater Bus. So, und bei euch, was geht bei euch so? Ich sehe ganz viele Autos, die parken. ja, hab wieder Rot, ne? Jetzt. Ich hasse Rot. Ja, du hast doch immer Rot in deinem Leben, oder? Dein ganzes Leben besteht eigentlich nur aus Rot. Ja, das stimmt irgendwie wirklich, ja. Rot haben bin everywhere. Ich habe auch diesen scheiß Blinker-Sound, dieses Beep, Beep ersetzt. Oh, ja, dieser Blinker-Sound ist nervig. In das der Tat. Ja, den ersetze ich auch noch. Ja. Kein Bock. Ich mache mir da irgendwas Geiles rein.
Genau, mach ein Bild von mir rein. Bahn, was? Halt jetzt dann Königsplatz. Ich mach rein. Error. Und unten hat sich mal wieder Aufgang. Oh, und wie ich München liebe, Alter, diese Direktkarte. Bus.exe hat sich herrlich aufgehangen. Bus.exe has stopped working. Alter, ich hab die Busse draußen, es leckt einfach immer noch nach wie vor. Alter, ja, bei mir auch. Bei mir leckt das eigentlich so viel gar nicht, außer, okay, doch, jetzt gerade. Wenn man immer darüber redet, dann kommt es irgendwie. Ja, wie gesagt, Leute, heute habe ich mir gedacht, nehme ich nicht alleine auf, sondern mit den Netztesten zwei Leuten, mit denen man nur aufnehmen kann, weil es mit denen einfach Fun macht. Mit denen macht es Spaß, mit denen kann man aufnehmen. Und ja, wie gesagt, schaut bei denen auf den Kanälen vorbei. Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung sind ganz nette Zeitgenossen, mit denen man auf jeden Fall was erleben kann. Du Drecksau, du jetzt fahr! Meine Fresse! Das wird doch gelobt die ganze Zeit so und dann auf einmal, du Drecksauto, fahr! Omsio, die Kanäle, ja, das ist herrlich. Warte mal, kam München eigentlich vom selben Entwickler wie Köln? Ja, auch von der Aerosoft. Und ich glaube, Kevin Nitschmann war da auch noch mit bei. Laut Gerüchten war er da mit dran beteiligt. Bei München? An Köln oder an München? Bei welchen? München ist auch von der Aerosoft. Aber nicht von Kevin. Mhm. Also angeblich war Kevin an Köln beteiligt. Ja, in Köln. Was? Ja, also wahrscheinlich am schlechten Straßensätzen und so ein Kram. Ja. Das ist immer so sein Style. Und dann Fahrrädern Texturen auf Häuser texturieren, so, ja. Und ja, Banktop genau. Setzen, kann das kann am besten. Richtig glauben, dass er daran beteiligt war, weil dafür sind einfach die Autos viel zu gut, die Häuser viel zu gut. Das kann nie und nimmer Kevin gewesen sein. Vielleicht hat er sich jetzt mal von seinem Gehalt eine neue Kamera gekauft. Das kann gut aus möglich sein. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht. Und ja, Leute, wir sind jetzt an einer 10-technische Universität, also technische Universität. Ja, Deutsch muss man können. Ich hänge so weit hinten. Ich hasse diese roten Ampeln in diesem Spiel. Ja, alles gut, sonst warte ich. Ich bin bei den Pinakotheken. Oh, Alter, ihr seid so weit. Ich komme, keine Ahnung, ich bin, glaube ich, jetzt erst gerade technisch. Ja, ich hab gerade echt nur größtenteils grün. Ja, Pinakotheken, da kommen wir gleich hin. Ja, wir fahren jetzt weiter. Wie gesagt, keine Fahrgäste wollen einsteigen. Und den Blinker kann man auch nicht sehen. Das ist eben München, Leute. Pinakotheken. Oh, das war eine Runde. Genau. Ja. Wie gesagt, nächste Haltestelle, Pinakotheken. Also, oh, du Drecksauto, jetzt verpiss dich. Alter, ja, grün, fahr zu. Meine Fresse. Also an sich ist ja München nicht gut gemacht, aber Performance ist scheiße. Ist total im Keller. Also genau. Bei mir geht es tatsächlich, aber man merkt, dass es ein bisschen anders auf anderen Karten ist manchmal. Ja, also München ist bei mir die einzige Karte, die bei mir wirklich mit der Performance zu kämpfen hat. Weil die einfach so grottenschlecht ist. Selbst Köln läuft da einwandfrei. Ja, bei Köln gibt's doch nichts. Kachel raus. Außer im Tunnel, da geht's natürlich. Ja, oder du fliegst aus dem Tunnel raus, weißt du? Ich hab's in der Video gesehen. Ja, gut. Das war so geil. Ja. Da war wahrscheinlich so ein Wackelpudding. Ich bin auf dem Tunnel, jetzt bin ich neben dem Tunnel. Ja, ist doch so. Ja. Ja, und der nächste planmäßige Halt ist dann in Kürze Oskar von Millering. Da! Grüß Gott! Genau. Grüß Gott, meine lieben Fahrgäste! Wollen wir eine Bustour machen? Ja, natürlich wollen wir das. Ja, ihr habt wenigstens Fahrgäste. Ich fahre leer. Keine Ahnung, woran das liegt. Über das sind richtig Schilder. Ja, habe ich ja beim C2, aber er zeigt. Dann nimm das H4-Menü. Und das Hartz-IV-Menü funktioniert bei mir nicht, weil ich da Museenlinien nicht auswählen kann. Da zeigt er mir nur S8. Du hast aber jetzt nicht die Hofdatei von München Demo genommen, oder? Oh nein.
Das wäre jetzt echt lustig. Das wäre jetzt richtig peinlich. Ja, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall zeigt er mir nichts an. Deshalb heute mal eine Leerfahrt. Zur Not müssen wir es nochmal aufnehmen, aber... Nö, das ja. Passt schon. Man sieht die Karte. Genau. Ihr kennt die Karte alle, von daher. Da fährt ein Polizeiauto von Ruhrgebiet rum hier bei mir. Wir fahren überall genau. Autos von Ruhrgebiet rum. Ach so, ja. Wie gesagt, eine Leerfahrt. Ich bin schon so blind vor Liebe von den Ruhrgebietfahrzeugen. Eine Leerfahrt kann ja mal nicht schaden, sage ich ja. Immer. Ja. Und ja. Bisschen Ruhe im Bus. Kannst du Party machen. Genau. Oh, du Drecksauto, jetzt beweg dich, Alter, sonst schlage ich dich. Drück jetzt so stark auf. Holst du deinen Meinungsverstärker raus? Fahr ich hier richtig? Nein! Och, ich bin so ein Dulli des Jahrhunderts, ey. Du bist der Dudelsack des Jahres 2019. Genau, ja, das nervt Leute, weil der Bus schildert nicht, die Leute steigen nicht ein. Schwarze Texturen, ich bin wieder super. Oh, geile Folge. Oh ja. Das habe ich noch nur bei München. Moment, warte. Aktualität! Guten Morgen. Die Steuerung ist dann auch mal wieder da. Bei Steuerung ist super lustig. Ich jetzt auch immer grün. Ah, die Ampel funktioniert anscheinend nicht. Geil. Bist du am Odeonsplatz? Ich glaube ja. Alter, und ich bin noch so weit hinten, Mann. Ich bin Oskar von Billary. Ja, ich bin jetzt an der Tramstraße und jetzt kommt Odeonsplatz oder wie. Ja, da bin ich jetzt auch. Ja, mein Bus fährt ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, funktioniert die Ampel da? Also an sich hat's, bei mir hat sie funktioniert. Ich hatte da übelst lange Wartezeit und da hat sich nichts getan. Bist du einfach rübergefahren dann? Natürlich. Ja, na klar. Ja. Wenn die nicht funktioniert, kann ich auch nichts dafür. Genau, bei mir funktioniert sie auch. Ich habe jetzt Fahrhalt. Und ja, hier sieht man schön, Leute. Hier sollte mal eine Tram gebaut werden bis jetzt. Man kann auch eine Tram auswählen, aber irgendwie funktioniert sie trotzdem nicht. Und ja, wir halten jetzt hier. Wir haben 2 Minuten ja. Wartezeit. Und ich warte mal auf die anderen. Ja, längere Zeit kam ja mit Mr. Zaratos nichts mehr. Wie bitte? Genau, wie bitte? Es kam mit dir nichts mehr. Natürlich kam da was. An Folge mit mir. Ach so. Ja, auf deinem Kanal. Ach, das Kind will auch noch mit. Genau. Komm rein. Grüß Gott. Ja, bei dich. Halt's Maul. Diese Kinder in meinem München, ja. Wir hatten beide sehr, sehr viel zu tun. Und ja, ich weiß, diese Folge ist außergewöhnlich. Sehr viel zu tun. Nichts funktioniert. Wahrscheinlich werde ich die Folge nochmal aufnehmen, Leute. Weil das mich nervt. Ja. Und. Digga, wir nehmen dich jetzt mal. Wer? Ja, Leute, der Urban LP oder. Ich nenne ihn einfach Urban. Ich sage immer Urban LP. Sag einfach zu dem Urwald. Oh, nenn mich ja, einfach U-Bahn. Ja. Geht auch. U-Bahn? U-Bahn. U-Bahn LP. Der Urwald, der ist schon wieder sehr gewachsen. Und ja, der macht sehr gute Videos, Leute. Also würde ich mal einen Blick riskieren. Echt? Keine Angst, ich steppe, nicht alles gut. Ich bin noch da. Der riskierte Blick, da passiert nichts. Warum geht die zweite Tür nicht auf? Und die erste auch nicht. Ich habe aufgedrückt. So, wir fahren über eine rote Ampel. Das ist Standard bei mir. Und ich habe einen Standard, nach dem leben wir. Genau. Nur diesen Bus! Ding dong, ding dong. Angepasst bei dem Bus und jetzt die Karte scheiße, leckt nur und so. Bei mir geht's mittlerweile. Ich bin jetzt gerade an dem. National? Ja. Nalmaveya! Das ist kein Thema im Bus, ja. Dann zieht ihr was warmes an. Das ist halt echt so, wa? Die laufen immer mit T-Shirt rum. Ja, müssen sich einfach eine Jacke anziehen. 24/7. Bei mir geht auch vom Legen her, aber eben keine Leute strengen ein. Und das nervt. Mit dem Polenbus durch München. Dam, bam, 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 bam. Also bei mir ist gerade alles gut. Halt bis auf die Lecks. Und ja, Leute, wie gesagt, wir haben jetzt 3:01 Zeit an der Königsstraße. Ja, wir fahren quasi jetzt das komplette Ding nochmal zurück. Das ist so eine Ringlinie. Ja, es ist. Sehr, sehr verrückt. Ach ja, Sven, hast mitbekommen, wir sollen eventuell, wenn alles gut geht, eine Straßenbahn bekommen. Nee, bitte nicht. Warum das denn?
Wieso bitte nicht? Straßenbahn ist gut. Straßenbahnen sind cool. Wenn, dann Straßenbahn. Die soll bei euch dann da irgendwo langfahren, glaube ich. Du meinst die U-Bahn. Straßenbahn nicht. Nein. Du, ich weiß aber was. Nein, Stadtbahn. Ist richtig Straßenbahn. Ja, wir sollen eine, genau Leute, da hat Mr. Zaratox recht, wir sollen eine Bahn kriegen, die soll von Ostdorf über Lürup, über Rotmarschen bis hin, ich glaube... Mein Busen ist kaputt. Nach Deckelburg fahren, also die ganzen Orte von Hamburg einfach quasi abdecken. Und ja, wann die endlich mal kommt, weiß kein Mensch. Die kommt bestimmt vor dem Berliner Flughafen, ganz sicher. Ich fahre über Rot. Keinen Bock zu fahren. Ah, der Berliner Flughafen, das ist ein Milliardenprojekt, das richtig scheiße geworden ist und immer noch nicht fertig ist. Also da mache ich mir keine Hoffnung mehr. Ich glaube, wenn der fertig ist, da brauchen wir auch keine Flughäfen mehr, weil da haben wir schon Raumschiffe. Ja. Genau, und jetzt lecken wir mal wieder. Teleporter. Und ja. Wie gesagt, Leute, das ist jetzt mal so ein Let's Fun-Video. Weil ein richtiges Let's Play würde anders aussehen. Aber ich habe mir gedacht, zwischendurch mal so ein Let's Fun. Die ganzen Drecksruhrautos hier, ne? Es ist so widerlich, weil man so irgendwie richtig faul war, um neue Autos zu entwickeln. Jo. Ja, das ist aber bei Köln genau dasselbe. Ja, natürlich, weil Köln auch scheiße ist. Achso, ja, Brot, ja, ich wollte dich nicht anhupen, du kleiner Fickschwanz da vor mir. Ja, Standardautos und so, das ist Standard eben. So, erstmal ein Screenie machen, ja, schön Screenshot. Ja, wir fahren tagsüber und mein Bus ist immer noch leer, Leute. Es ist so krank, weil die einfach nicht einsteigen wollen, die Leute. Dann fahren wir eben ohne Fahrgäste. Ist auch mal ganz angenehm, kann ich eigentlich an jeder Haltestelle durchrauschen. Aber fürs Let's Play ist es eben gut, wenn man an jeder Haltestelle anhält. Und ja, Leute, das ist München. München ist eigentlich eine schöne Karte, aber man sieht, München hat immer noch Fehler. Ich habe auch heute... Du dreckiger NPC, Alter. Ich hasse diese KI hier. Ich habe auch heute im C2 genommen, weil die Münchner Busse, da fehlen immer noch nach wie vor die Pedalen. Ja, außen. Und ja, die braucht kein Mensch, wie der Mr. Zaratox schon sagt. Einfach schieben, fertig. Meine Fresse, Alter, diese KI, die regt mich. Da nimmst du Pferde, weißt du? Spannst du Pferde vorm Bus und dann. Pferdebus wie damals, Alter. Kutschen. Hurensohner, ja. Vorfahrt, Mann. Diese Kevin-Egg-Autos, die haben hier keine Ahnung. Ja, Mann, die Kevin-Autos sind echt alle behindert. Genau wie Kevin, Alter. Fahr zu. Das Witzige ist, ich heiße halt auch Kevin, so, ne? Ja, aber ich bin der ganz normale Kevin. Der normale Kevin. Der ganz normale Wahnsinn. Sag mal, wurde von dir auch die Sendung benannt, Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York? Der war so flach wie meine Brust, das ist nicht Doppel-D. Warum laufen denn diese Fickschwänze auf die Straße? Meines aber Doppel-D. Ja, Leute, ich habe mir auch eine neue Tastatur gekauft, so von Vipro. Die kann sogar leuchten, in Blau, in Lila. Meine Lieblingsfarbe übrigens. Und in Pink. Und in Orange. Und ja. Ich habe auch eine schöne Tastatur. Weißt du, was schöner ist? Meine Freundin. Wenn Karten nicht lägen würden. Ja, die. Ja, also München ist wirklich eine Karte. Aber du weißt nicht, wie meine Freundin aussieht. Genau, München ist eine Karte, Leute, die würde ich euch empfehlen. Aber. Nur wenn ihr einen guten PC habt, weil die Karte einfach von der Performance her sowas von schlecht, das ist nicht mehr witzig. Haben Sie einen schlechten PC, dann kaufen Sie sich München nicht. Genau. Haben Sie einen schlechten PC, ich schmeiße ihn aus dem Fenster. Ja, kaufen Sie sich neuen für 5000 Euro. Ja, die Leute wollen in den Bus einsteigen, sie steigen aber nicht ein. Also ich bin jetzt gerade mal an dieser komischen Säule da. Die so aus wie die Siegessäule. Also ich war gerade bei der Prinzessstraße, oder wie sie heißt. Ich bin so weit hinten. Ja, lass dir Zeit. Der Bus fährt auch nicht richtig an, so der braucht 5000 Jahre. Der hat bestimmt den dreckigsten Ekelmotor drin.
Was erwartest du von polnischer Qualität? Solaris ist gut, ja. Ja, Digga, Solaris ist scheiß, Alter. Ich mag Solaris. In Hamburg fahren ja die neuen MAN-Busse rum. Auch polnisch. Aus Nürnberg. Ja. Die sind richtig, richtig ekelhaft. Die Türen sind zwar geil und dass der Fahrer ganz groß angezeigt bekommt, Fahrgast-Haltewunsch, aber alles andere ist kompletter Mist. Und oben sie leck hier nicht rum. Ja, Leute, wie gesagt, ich hab Rot. Mein komplettes Leben ist rot. Ich mach deins auch rot noch, sein. Ja. Willkommen in der roten Leben-Gang. Also hat der Sven also auch quasi seine Tage in Rot. Ja, ja, ständig. Ich komm bei jedem Mann. Was? Ich komm bei jedem Mal, wenn ich Rot sehe. Ah ja, okay. So meinte ich das aber eigentlich nicht. Der Bus kommt nicht mal diese Steigung richtig hoch, Alter Junge. Das ist fast so richtig peinlich. Ihr scheiß Polen, Alter, Busche! Wir sind jetzt beim Grillparzer Straße und dürfen 5 Minuten warten jetzt. Die Polen können keine Busse bauen, die bauen Mülleimer. Naja, die bauen fahrende Mülleimer. Der C2 aus dem 3 Generationen, von dem ich hier gerade fahre, der ist auch Müll. Ich freue mich auf die C2 Stadtbus von mir und dann ist gut. Dann haben wir ordentliche C2, mit dem man anfangen kann. Wie geil. Also Leute, wenn ihr mich jetzt in den Kommentaren fragt, wann kommt die C2 Stadtbusfamilie, ich kann es euch nicht Sven? Sagen. Ja? Wann kommt die C2 Stadtbusfamilie? Wie gesagt, ich kann es euch nicht sagen, Leute. Irgendwann jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr. Aber ich habe gehört, wenn die rausgekommen ist, soll es ein 3-Türer Solobus geben, ein 4-Türer Gelenkbus und ein 3-Türer Gelenkbus, wo du alle 3 Türen aufmachen kannst. Ich hoffe, das ist dann auch so. Da würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall sexy. Auf jeden Fall. Ja, Leute, wir sind auch gleich da. Ich bin schon da. Wir brauchen noch. Ja. Was? Ich bin schon da. Soll ich Rotfahrtour machen jetzt? Der Mr. Zaratox ist geflogen, Leute. Nee, ja. Ich bin eigentlich ganz normal gefahren. Ich hatte, na gut, Verfrühung von 2-3 Minuten. Das geht eigentlich. Und ja, ich habe jetzt eine Verfrühung von 6 Minuten. Und ohne Angang, ohne alles. Alter, das ist das schlechteste Let's Play, was ich je aufgenommen habe. Dafür sind wir da, ja. Auf der schlechtesten Karte. Leute, schaut euch das an. Das Auto steht mitten auf der Kreuzung. Keiner kommt mehr durch. Das ist eben die OMSI-KI. Super Sache. Gut programmiert hier. Payware. Aber richtig. Qualität. Passt. Hey. Du sagst immer Payware, ich immer Qualität. Passt. Okay. Wie gesagt, jetzt sind wir am Ostbahnhof. Oh, wir sind auch schon da. Bloß, das Ding hatte vergessen weiterzuschalten. Was ich auch sehr cool sehr geehrte Zuschauer, ihr seht das jetzt nicht, dass ich über Rot fahre, weil ich muss es mir jetzt aufholen. Ich bin gerade mal Prinzregentenplatz, Alter. Wo ist denn das? Hä? Wie gesagt, Leute, wir sind jetzt auch angekommen hier am Ostbahnhof mit unserem C2. Und ja, machen den Motor aus, machen Licht aus. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, warten wir jetzt kurz noch auf den Urban. Ja, diese Folge ein bisschen speziell, weil keine Fahrgäste eingestiegen sind. So werde ich die Folge, glaube ich, auch nennen. Let's Play OMSI 2. Leerfahrt in München. Leerfahrt in München. So, das. Dann habt ihr habt auf jeden Fall einen kleinen Blick von der Karte gesehen. Empfehlenswert ist die leider nicht. Da fand ich die Demo besser. Und ja, wenn ihr euch die holen wollt, das ist in der Videobeschreibung der Link zu MMOGA drin. Da könnt ihr das Add-on vergünstigt kaufen und ihr kriegt noch ein paar Prozente, wie gesagt. Und ja, Orban, bist du jetzt endlich mal da? Ich mache jetzt Expressbus. Ich fahre jetzt direkt durch. Gut. Also, naja, Leute, so lange können wir nicht mehr warten. Ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle dieses doch sehr außergewöhnliche Let's Play.
Wie gesagt, Leute, danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, wenn euch das gefällt, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und zu kommentieren. Und ja, danke nochmal an den Mr. Taratox fürs Dabeisein. Jo, bitte. Und für den Urban. Ja, genau. Ich bin gleich da. Ja, ich sehe schon die Endstation. Und ja, Leute, hiermit würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Enderox. Ciao. Ja, ich an meiner Stelle werde jetzt auf. Alter, das ist ja wieder top scharf hier. Ich bin gleich da. Ich fahre durch den Bahnhof. Durch den. Jetzt fahr schneller. Ich warte, ich halt an. Ja, mir geht's gut. Alle raus hier. Raus. Ich bin da. Okay. So, dann würde ich sagen, auch von meiner Seite aus, auf Wiedersehen, ja. War schön mit euch. Ja, vielen Dank, immer wieder gerne. Oh, und, scheiß ja. Bus, ey. Kauft euch nie Polenbusse, kauft sie euch nicht, die sind schrecklich. Tschüss.